So, da habe ich jetzt aber meine Ideen. So. Jetzt halt die Fresse, lass mich in Ruhe. So, bla bla. Ich brauche das nicht draußen mal nochmal vorlesen. Gewicht. So, ein Gewicht brauchen wir, um das Schalterdingens hier runter zu drücken. Sehr gut. Dann werde ich auch schon mal die Adjektive von dem Maxwell. Schnelle, rasende, winzige Maxwell. So. Dann kommen da noch. Flügel dran. Ein paar Engelsflügel. Die sind viel zu groß. Entfernen. Nein. Entfernen. Nein. Entfernen. Nein. Entfernen. Adjektive. Winzige Flügel. So, sehr schön. Jetzt bin ich dahinter gekommen. Ein Feuerlöscher. Wieso komme ich nicht vorher darauf? Ein winziger Feuerlöscher. Maxwell ist heute irgendwie extrem klein. Ja, der ran da. Hallo. Hat er das Ding jetzt von oben schon kaputt gemacht? Wie hat er das denn gekriegt? Oh, mal irgendwas ist an ihm zu lahmarschig. Nein! Ja, wieso ist er jetzt tot direkt? Ach, weil er so klein ist wahrscheinlich. So, jetzt noch einmal, ehrlich mal. Irgendwann kriege ich einen Vogel dabei. Gewicht. Ein Gewicht für den blöden Schalter. So, zack. Feuerlöscher. Dann muss ich ihm noch ein paar Adjektive geben. Schnelle, rasende, massive, starke. Bestimmte körperverändernde Adjektive sind nicht erlaubt. Okay, was ist denn hier erlaubt? Schnelle. Und stark. Aber jetzt muss ich das Rasende doch hinkriegen. Dann will ich das Schnelle wegmachen, wenn das nicht geht. Natürlich mache ich jetzt alles weg. So, jetzt geht's los hier. Oh nein. Der Stern ist schon wieder in den Arsch gegangen. Dann muss ich mir wohl diesen Schlüssel mitnehmen. Adjektiv. Winzige. Der ist immer noch zu groß. Ach ja, und jetzt muss ich noch was anderes machen. Winziger, fliegende. Tata. Jetzt nervt mich das Teil dann wieder. Interagieren. So, sehr schön. So, jetzt sind wir wieder da, wo wir vorhin waren. Finde einen Weg zum Durchqueren des Gefängnisses. Achte auf potenzielle Gefahren. So wie diese Dinger da.
Ich muss das Teil doch irgendwie aktivieren hier. Schwebende. Ach, weißt du was? Ich mache einen Ballon. Das Dach von diesem Gefängnis ist durch Blitzstürme geschützt. Überquere das Dach. Ich wäre da fast reingerannt. Sieh zu, dass du zur Zeitmaschine kommst, aber achte auf starke Höhen. Diese Spikes sind gefährlich. Ach so. Ach so, hier komme ich so rein, sehr schön. Acht auf starke Böen, jo. Alle Herausforderungen wurden gemeistert. Nun verwende die Zeitmaschine, um dir eine zweite Chance und hol dir den Star Ride. So. Sehr schön. Zeitreise. Die Star Ride wurde noch nicht zerstört. Hol ihn dir. Alter, was? Da möchte ich später noch mal ein bisschen was ausprobieren. Dass ich da mal so ein bisschen mit verschiedenen Gegenständen rumblödel. So, jetzt bin ich hier. Wie viele Sternchen habe ich denn jetzt hier? Fehlen noch ein paar. Geh ich mal wieder runter hier. So, die Schaufel da mache ich jetzt. Hilf Maxwell aus dem Gefängnis auszubrechen. Natürlich. Maxwell ist ein Sträfling und er war böse. Er hat einen Schokoriegel geklaut. Bei Aldi. Die Musik erinnert mich an irgendwas anderes. Maxwell muss dem Gefängnis, aus dem Gefängnis fliehen. Gib dem müden Wachmann einen Platz zum Hinsetzen und er kann womöglich das Tor entriegeln. Da bin ich schon müde. Schwachkopf. Ach, weißt du was? Ich gebe dir direkt ein Bett. Hier kannst du dich direkt schlafen legen. Gute Nacht, Mann. Die Wache hat die Tür aufgeschlossen. Jetzt steht ein Geist im Weg. Ohne körperliche Präsenz kann er die Tür nicht öffnen. Komme ich schon nicht irgendwie runter? Warum zoomt er immer so weit raus? Gab's da nicht oben irgendwas? Nö. Alter, ich finde so lahmarschig, wenn er nur so normal läuft, ne? So. Keine Ahnung, was ich jetzt damit meine. Körperlich. Aha. Lebende. So, sehr schön. Der Geist hat die Tür geöffnet. Aufgekriegt. So. Jetzt hat ein Gefangener Lust auf ein herzhaftes Essen. Gib ihm etwas Saftiges. Ich kann ihn mal lesen. Sättigendes. So. Ich sollte mal langsam lesen und nicht immer so. Weiß ich nicht. Chicken. Häppchen, nein. Bratwurst. Hier, nimm deinen Hotdog. Eigentlich wollte ich dir Chicken geben.
Junge hat die Tür zerstört. Ein Betrüger hilft Maxwell durch die nächste Tür, aber er braucht eine Verkleidung, um die Kamera zu täuschen. Okay. Coole Zeitkostüm geht auch. Bla 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 bla. Die Arbeit im Sicherheitssystem ist einsam. Der Programmierer ist schon zu lange hier und vermisst sein Haustier. Gib ihm den besten Freund des Menschen. Was ist ein Hund? Ein so ein Katzenmädchen, so Neko-Dingens-Anime-Teil. Egal. Hund. Da. Wufti, wuff. Was war das denn? Oh. Mal wieder was geschafft beim ersten Durchlauf. Applaus für mich. Applaus für meine Doofheit. Aber nur ganz leise. So, ich bin Maxwell, ich bin hyperaktiv und so, weißt du? Ich suche immer noch nach Sachen. So, wo bin ich hier? Ach, hier unten. Wer ist das denn? Ach, der Footballspieler. Nee. Was steht da? Schmaler? Schmaler. Das macht mich aber auch schneller, oder? Was habe ich geschrieben? Ich finde, das macht mich schneller. Hab nicht so das Gefühl. Meine Fresse, du sollst diesen Spacko da anklicken. Ja, ich bin da. Gib jedem Gefangenen etwas, das ihm an zu Hause erinnert. Und das wird wieder lustig, ne? Jeder braucht einen Zellengenossen, mit dem es eine Gemeinsamkeit gibt. Der Footballspieler muss das Zimmer mit jemandem teilen, der mit Sport zu tun hat. Boris Becker. Was? ein Footballspieler? Noch ein Footballspieler. Ich dachte, du willst dir eine Zelle mit jemandem teilen, der dein. Was ist ein Rennfahrer? Hier, nimm deinen Drecksrennfahrer. Hm. Was ist das denn? Der Halbling wurde während einer wichtigen Mission gefangen genommen. Gib dem Halbling einen. Mitglied ihrer abenteuerlustigen Gruppe. Hm. Einen Zauber. Gandalf, was machst du denn hier? Hm. War das richtig? Ahahaha. Unten Ring. Dem Saxophonspieler fehlt das Musizieren mit anderen. Er schaffe jemanden, der in die Band einsteigt. Einen Sänger. Popmusik. Oh lol. Der Schauspielerin fehlt das
die Textprobe mit anderen. Anderen Mimmen? Hä? Erschaffe jemanden aus der Filmindustrie, mit dem sie proben kann. George. Romero. Dann machen wir Zombie-Filme, ja? Regisseur. Weiß ich nicht, wie der geschrieben wird. Ich weiß aber nicht, wie wem er jetzt ähnlich sieht. Wissenschaftler braucht jemanden, mit dem er Ideen austauschen kann. Gib ihm ein anderes Mitglied einer der Wissenschaftsgemeinde. Sheldon Cooper! Was? Mit dem kann er sich stundenlang unterhalten. Oder auch nicht.